Wir stehen hier gerade in unserem Tiny House Badezimmer, also Anja und ich. Ich bin Ilan übrigens, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist einiges passiert, die Wände sind gestrichen, der Heizungskonvektor ist dran, also der Handtuchhalter. Die Dusche, die haben wir mittlerweile anbringen können. Das alles haben wir gemacht, damit ein Objekt hier besonders schön zur Geltung kommt, und zwar unsere Trockentrenntoilette. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Ich sitze jetzt gerade auf Tiny Blöm, die Trockentrenntoilette von Trobolo. Die erste Runde, die uns so ins Auge gesprungen ist: Warum haben wir uns für eine Trockentrenntoilette entschieden? Das hat folgenden Grund. A, wir wollten nicht so viel Wasser beim Spülen verwenden. Wir fanden, da gibt es bessere Einsatzgebiete. Wir haben auch nicht so viel Wasser. Wir haben nur einen 149-Liter-Tank hier zur Verfügung. Das heißt, definitiv kein Wasser mehr übrig, um unsere Geschäfte runterzuspülen. Für diejenigen von euch, die so ein System noch nicht kennen, die werden wahrscheinlich denken, oh Gott, das wird so stinken hier. Ihr werdet hier wahrscheinlich gar nicht, und das ist auch noch ein Durchgangszimmer. Nein. Dem ist höchstwahrscheinlich nicht so. Wir haben es auch einmal getestet, das System. Es funktioniert tatsächlich dadurch, dass man eben das feste Geschäft von dem flüssigen Geschäft trennt. Und zum anderen ist es auch so, dass wir hier einen Ablüfter integriert haben, der die Restfeuchtigkeit in dieser Toilette entzieht und natürlich auch den Geruch nimmt. Wir werden euch selbstverständlich noch berichten, wie das Ganze in der Praxis ist. Als wir damals ein solches System kennengelernt haben, waren wir schlichtweg begeistert, weil es uns eben den Traum ermöglicht, auch mobil zu bleiben und auch wenn wir nicht wissen, wo wir gerade stehen, immer auch unser Geschäft verrichten zu können. Und wir haben uns also vorher, bevor wir überhaupt das Haus gebaut haben, schon für eine Trenntoilette entschieden. Wir wollten uns ja eingangs eine eigene Toilette bauen. Sie wäre nicht rund geworden, und das ist etwas, was uns sehr am Herzen lag. Das trägt unfassbar zur Wohnlichkeit auch bei, dass die Toilette eben rund ist und trotzdem noch aus Holz und dass sie einfach aussieht nach Toilette für uns. Also das ist natürlich sehr individuell. Wir haben uns dann irgendwann dagegen entschieden, eine eigene Trockentrenntoilette zu bauen, haben uns dann also auf die Suche gemacht, sind mit dieser Firma in Kontakt getreten, haben diese Toilette gesehen, beziehungsweise sie haben uns Fotos geschickt, die waren noch nicht mal auf der Internetseite damals vertreten, und ich kann euch sagen, wir haben uns auf Anhieb verliebt. Glücklicherweise kam es dann zu einer Kooperation und Trobolo hat uns freundlicherweise diese Toilette zur Verfügung gestellt. Darüber freuen wir uns sehr. Das hat natürlich keinen Einfluss auf unsere Erfahrungswerte. Heute wollen wir euch lediglich die Toilette mal vorstellen. Wenn wir auch eingezogen sind, werden wir euch natürlich auch erzählen, wie das tatsächlich mit dem Lüfter funktioniert, wie da unsere Praxiserfahrung ist. Dazu dann also in ein paar Monaten mehr. Ich bleibe mal hier unten sitzen in der Hoffnung, dass ihr so am besten auch mitgucken könnt. Wie ihr seht, haben wir hier, als wir die Toilette positioniert haben, immer noch relativ viel Platz beibehalten. Das liegt daran, dass wir damals, als unser Badezimmer, als wir das in SketchUp designt haben, wir einfach mehr Platz eingeplant hatten. Da war noch nicht klar, welche Toilette es denn werden wird. Und diese ist tatsächlich auch schmaler und weniger tief als die herkömmlich anderen verwendeten Trockentrenntoiletten. Und sie ist tatsächlich auch, obwohl sie aus Holz ist, deutlich leichter und wiegt nur 11,5 Kilo. Wenn wir auch gerade vom Holz sprechen, das Holz ist übrigens ein Erlen-Mehrschichtholz und ist FSC-zertifiziert, stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Holzflächen sind mit einem Naturöl imprägniert. Der Toilettensitz, ihr seht das schon, der glänzt auch etwas mehr. Der ist entsprechend versiegelt mit einer Schutzlackierung, dass eben auch entsprechend die Toilette hygienisch bleibt und ihr die ganz normal reinigen könnt. Jetzt, wo wir die Toilette schon mal geöffnet haben, können wir euch ja kurz noch zeigen, was auch der Lieferumfang oder was der Lieferumfang beinhaltet hat. Erstmal, das ist natürlich der Deckel. Wer Kinder hat und trotzdem Interesse an der Toilette hat, es gibt auch Kinderaufsätze, dass man nichts anderes machen muss, als sich auf die Toilette draufzusetzen, und auch da wird automatisch dann getrennt zwischen flüssig und fest. Hier ist der Haupteinsatz, die Trennung. Ich hebe die mal hoch, dann kann man das besser erkennen. Auch das ist echt super hochwertig verarbeitet. Man hat hier so einen kleinen Filter, so ein kleines Sieb, dass auch nichts in den Urinbehälter hineinkommt. Wir haben einmal hier vorne den Bereich, wo der Urin durch einen entsprechenden Urinschlauch dann in den Urintank oder nach außen befördert wird. Das zeigen wir euch gleich. Wir haben die Anschlüsse nämlich schon gelegt, noch nicht zusammengesteckt, aber gelegt. Das ist unser 11 Liter Feststoffeimer mit einem Deckel. Das heißt, auch der Austausch und die Entsorgung ist ein bisschen hygienischer oder entspannter. Genau, die Aufbauanleitung. Wir haben hier die Inlays, die sind aus recyceltem Kunststoff. Das heißt, man muss nicht gleich in den Eimer machen. Man kann das ganz hygienisch entsorgen, entweder auf einem Kompost,
wenn man eben zu Hause auch kompostiert oder wie mit Windeln einfach in den Haushaltsmüll. Ein Kabel haben wir auch noch. Ilan hat das eben kurz erzählt, dass unsere Toilette mit einem elektrischen Abluftsystem funktioniert. Das Ganze geht über 12 Volt, 24 oder 230 Volt. Es ist auch noch ein Steckdosenadapter integriert. Wir laufen nämlich zum Beispiel über 230 Volt. Also das wird nachher einfach nur angesteckt. Und das ist noch unser Montagesatz. Das werden wir übrigens heute noch nicht aktiv montieren, weil wir, wie eben schon gesagt, die Toilette noch etwas nach links versetzen wollen und deshalb eine Durchbohrung im Boden verändern werden. Und erst danach wird dann auch die letzte Reihe vom Fußboden verlegt. Das macht dann später mehr Sinn. So, das ist der Feststoffbehälter. Wie gesagt, 11 Liter Fassungsvermögen hat er. Jetzt ist immer die Frage, wie lange kommt man damit hin? Wir haben ja noch keine Praxiserfahrung. Auf der Website steht allerdings zwischen 30 und 40 Geschäften. Das ist natürlich individuell. Bei uns wäre das dann entsprechend mit 2 Personen einen halben Monat. Dadurch, dass wir aber auch versuchen, zumindest in der ersten Testphase auch kein Streu zu verwenden und hoffen, dass der Ablüfter seinen Job gut genug tut, dass keine Gerüche auch entstehen, werden wir einfach mal schauen, wie lange wir damit hinkommen. Das kann dann auch entsprechend den Zeitraum verlängern, weil sich der Eimer natürlich auch nicht so schnell füllt ohne Streu. Natürlich haben wir entsprechend für den Lüfter auch einen Luftschlauch. Den zeigen wir euch jetzt noch. Der führt bei uns durch den Boden. Man kann auch zusätzlich noch mit einem Insektenschutzgitter oder ähnlichem das Ganze noch verschließen oder ergänzen. Das ist also auch kein Problem. Man könnte das Luftrohr auch dann zur Außenwand befördern. Bei den anderen Trockentrenntoiletten, die man so kennt, ist ja ganz oft auch das Lüftungsrohr hier oben installiert. In unserem Fall geht es durch den Boden, finden wir auch sehr ästhetisch, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und was auch toll ist, dass hier eben für den Eimer, dass der nicht verrutscht, eine kleine Einfräsung ist oder das Ganze nochmal eingefasst wird, dass der Eimer auch ganz sicher an Ort und Stelle bleibt. So, bevor Ilan für euch die Toilette umdreht und wir uns die Anschlüsse dann von unten auch nochmal anschauen, will ich noch ganz kurz darauf eingehen, was auch vielen Foren diskutiert wird, und das ist die Bildung von Urinstein. Da ist natürlich immer das Problem, dadurch, dass wir flüssig von festem trennen, ist das Risiko natürlich gegeben, aber meistens nur, sobald Urin mit kalkhaltigem Wasser in Verbindung kommt. Und wir haben natürlich auch nachgefragt, wie wir dem Ganzen vorbeugen können. Das ist einfach ein Gemisch aus 2 Esslöffeln Zitronensäure mit 500 Milliliter Wasser aufgefüllt, und somit kann man dann entsprechend die Toilette hygienisch halten, reinigen oder auch einfach mit dem Sprüher nachgehen, und somit bleibt immer ein bisschen Zitronensäure im Fluss und man beugt einfach der Urinsteinbildung vor. Ob das dann auch so klappt, werden wir natürlich testen, aber so viel erstmal zur Theorie. Wer auch das andere weit verbreitete Trockentrenntoilettenmodell kennt, dem wird vielleicht auch auffallen, dass hier keine Sichtschutzklappe ist, die sich automatisch öffnet, sobald man sich auf den Ring setzt. Das ist in dem Fall für uns erstmal ein Kritikpunkt gewesen an dieser Toilette. Wir haben das Ganze auch vorab schon angemerkt und darum gebeten, ob man das denn nicht bei uns einbauen kann. Es ist allerdings aus hygienischen Gründen nicht verbaut worden und heute können wir das auch besser nachvollziehen, weil einfach die Vorstellung, wenn diese Klappe sich immer öffnet und schließt und da gegebenenfalls doch mal Reste oder Fäkalien drankommen, ist natürlich die Sauberkeit oder das Sauberhalten vielleicht auch nicht in jeder Situation so schön. So viel aber zu dem Thema Hygiene. Ich glaube, wir haben genug über Fäkalien und Trennungen gesprochen. Drehen wir sie mal um. Schön vorsichtig. So. So, hier sieht man es jetzt mal. Es ist eigentlich ganz simpel. Wir haben hier einen 230 Volt Anschluss, also eine ganz normale Steckdose, die wir nutzen werden. Dann haben wir hier einmal den Urinschlauch und hier einmal den Luftschlauch für die Abluft. Das war es eigentlich im Prinzip schon. Also der Urinschlauch führt bei uns zu einem Urintank. Ich zeige euch hier jetzt nochmal die Anschlüsse an der Toilette. Wenn ihr rankommt, dann seht ihr hier einmal unseren Lüfter mit 1,5 Watt Leistung. Und ich glaube, er erreicht einen Maximalpegel von 19,3 Dezibel. Also er ist eigentlich nicht so laut. Das ist auch immer so ein Thema, weil der läuft ja permanent. Werden wir euch dann aber auch später berichten, wie die Erfahrung ist. Dann seht ihr hier auch schon gleich den Ausgang für den Urinschlauch und das war's. Und hier ist dann das Stromkabel. Jetzt habt ihr also die Anschlüsse gesehen. Sie ist noch nicht fest verbaut, also sie ist noch nicht verschraubt, weil wir uns eben noch nicht sicher waren bezüglich der Positionierung. Wir haben auf einmal viel mehr Platz gewonnen. Die Dusche ist irgendwie ein bisschen kleiner ausgefallen, als wir das in Erinnerung hatten. Und die Toilette natürlich auch. Sie ist wesentlich schmaler und durch die Rundung nimmt sie auch irgendwie weniger Platz weg. Das heißt, wir
werden sie wahrscheinlich dann hier rüber positionieren und somit dann auch im Nachhinein den Boden dann auch fertigstellen. Rein optisch ist es so, dass wir gar nichts auszusetzen haben. Das Einzige, was wir jetzt schon sagen können, ist, was wir schön gefunden hätten, wäre vielleicht so eine Art Soft-Close-Format hier, weil es sind im Grunde ganz normale Scharniere hier verwendet worden. Also sie sehen für mich relativ normal aus. Und so ein Soft-Close-System finde ich ganz schön oder edel. Wir hoffen also, dass euch heute unsere Vorstellung unserer neuen Trockentrenntoilette gefallen hat. Ihr vielleicht auch dadurch mal ein neues Modell noch kennenlernen konntet. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen da oder kommentiert, was ihr von der Toilette haltet. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir blenden euch natürlich auch nochmal unseren PayPal-Spendenlink ein. Wenn ihr unsere Arbeit auch auf dem Kanal weiterhin unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit ein paar Euro sehr, sehr gerne tun. Dafür danken wir euch schon mal vorab. Und wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder. Tschüss!